meine Freunde, soeben kommt die schon bereits zu erwartende Eilmeldung. Netflix hat bereits eine zweite Staffel der Erfolgsserie zu One Piece bestellt. Seit dem 31.08. erlebt die Netflix-Serie von One Piece einen regelrechten Hype und bricht ein Rekord nach dem anderen. In über 80 Ländern ist die Serie bereits auf Platz 1 und bekommt hochgelobte Kritiken, die sich wirklich, wirklich sehen lassen können. Die Strohpiratenbande sticht auf Netflix in See und sowohl langjährige Fans des weltweit beliebten und erfolgreichen Anime als auch viele neue Zuschauer waren äußerst gespannt auf diese Live-Action-Umsetzung. Denn schon so mancher Anime bekam bereits eine Realverfilmung, sowohl als Film als auch als Serie, Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, Death Note oder der legendäre, grottenschlechte Dragon Ball Evolution, um ein paar solcher Projekte zu nennen. Doch keiner der bisherigen Versuche war so richtig von Erfolg gekrönt. Es gab zwar durchaus einige, die ganz okay geworden sind, aber was richtig Gutes war noch nicht dabei, bis auf eine Ausnahme, und zwar die neue One Piece Live-Action-Serie von Netflix. Und während wir sehnsüchtig auf weitere Ankündigungen warten, gibt es wieder großartige News zur kommenden One Piece Live-Action-Serie von Netflix. Und in diesem Video möchte ich euch sehr gerne die neuen, wenn auch nur kleinen, aber ich denke dennoch sehr interessanten Infos über die kommende zweite Staffel der One Piece Live-Action-Serie sprechen. Matt Owens, einer der Showrunner, erklärte zwar, dass er keine genauen Daten oder Details nennen könne, betont aber, dass es schon sehr, sehr bald losgehen wird und wir setzen erneut die Segel Richtung Grand Line. Des Weiteren dürfen wir uns auf viele weitere großartige Neuigkeiten freuen, die uns Fans die Vergewissheit geben wird, was uns nach der ersten Staffel in Form der East Blue Saga erwarten wird. Und während wir noch etwas Zeit haben, fangen die ersten verantwortlichen Produzenten, laut einigen sehr vertrauenswürdigen Quellen, so langsam aber sicher an, die ersten Vorbereitungen der zukünftigen zweiten Staffel der Serie vorzubereiten. Denn seit die ersten Zahlen für das Netflix One Piece Projekt aufgetaucht sind, gibt es hier und da ein paar kleinere Infos, Details und auch schon die ersten Ergebnisse bezüglich weiteren Schauspielern, die für gewisse Rollen der Alabaster-Saga gecastet wurden. Laut der offiziellen Seite von Netflix und auch Hollywood Times wird die kommende Adaption des beliebten gleichnamigen Manga in eine ganz bestimmte Richtung gesetzt. Während der Anime seit über 2 Jahrzehnten mit über 1000 Episoden läuft, gibt es wirklich eine Menge Potenzial, um die riesige Welt von One Piece in der Live-Action noch weiter zu erkunden. Es gibt hierzu bereits einige neue Gerüchte, die ans Tageslicht gekommen sind, die zeigen könnten, dass die Showrunner Matt Owens und Steven Maeda bereits in die weit entfernte Zukunft blicken. Denn seit der offiziellen Bekanntgabe wird laut weiteren Informationen gerade am Drehbuch der zweiten Staffel gearbeitet und es wird des Weiteren der Hauptdarsteller von Sir Crocodile sowie weitere Castings für eine weitere zweite Staffel, aber auch für weitere Spin-off-Serien gesucht. Denn der Streaming-Anbieter will das Franchise in Zukunft mit vielen weiteren Projekten wie die erwähnte zweite Staffel in Form eines Alabaster-Arcs sowie weiteren Spin-offs zur Marine, der Barockfirma, aber auch einer möglichen Ace-Miniserie noch weiter ausbauen und ins Leben rufen. All dies hängt natürlich sehr stark vom Erfolg der ersten Staffel ab. Doch das, was wir bis jetzt alles darüber wissen und auch schon gesehen haben, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch und wurde auch von seitens Netflix bereits angekündigt. Der Erfolg ist da, die zweite Staffel wird kommen und es sind weitere kleinere Projekte geplant. Doch was erwartet uns in der zweiten Staffel der Netflix-Serie zu One Piece und wie wird allgemein die Zukunft auf Netflix und der Serie aussehen? Also geht man nach dem Original-Manga, macht es nur Sinn, dass die zweite Staffel in der Stadt Logtown anfängt, denn der Teaser am Ende der ersten Staffel enthüllte den sehr begehrten One Piece-Charakter Smoker, der die Strohhüte von Logtown bis zur Alabaster-Saga verfolgt. Doch eine der ersten großen Bedrohungen, mit denen sie auf der Grand Line konfrontiert werden, ist die als Barockfirma bekannte Organisation, die in enger Verbindung zu den großen Ereignissen auf Alabaster führen, mit ihrem Anführer Sir Crocodile. Das heißt, wir können uns im Grunde genommen auf 8, vielleicht sogar 10 Episoden einstellen, angefangen mit Logtown, über den Rivers Mountain, Little Garden, Chopper, Prinzessin Vivi, Alabaster, Nico Robin und am Ende natürlich auch Sir Crocodile.
Aber es wäre auch durchaus gut möglich, dass Netflix das Ganze etwas ändern wird, und zwar aufgrund der Gesamtgröße der Alabaster-Saga, dass man die Alabaster-Saga in zwei Hälften oder in zwei Abschnitte unterteilt, und zwar Part 1 und Part 2 mit jeweils 5 oder 6 Episoden. Immerhin ist die Alabaster-Saga im Vergleich zur Isbus-Saga deutlich größer, hat viel mehr Inseln, viel mehr Geschichte, viel mehr Ereignisse und ist gerade aufgrund des großen Fights gegen die Antagonisten der Barockfirma und Sir Crocodile wesentlich komplizierter umzusetzen in 8 Episoden als die Isbus-Saga. Und dabei sollten wir auch nicht vergessen, dass die erste Staffel mit 8 Episoden auf Netflix nicht mal die gesamte Isbus-Saga erzählt hat, denn eine wichtige Stadt wurde ja ausgelassen, und zwar Lockdown, und da gab es ja den Teaser für die mögliche zweite Staffel mit Captain Smoker, also es bleibt definitiv abzuwarten, was Netflix als nächstes vorhaben wird. Und da die groß angekündigte zweite Staffel der Netflix-Serie zu One Piece nicht vor 2025 veröffentlicht wird, kann man sich, denke ich mal, im Kopf ausrechnen, was das heißt für die Zukunft von One Piece auf Netflix. Für diejenigen, die sich erhoffen, ein Marinefort, eine Fischmenscheninsel, Dressrosa oder auch Wano Kuni als Live-Action-Verfilmung zu sehen, die muss sich leider enttäuschen, das wird's mit dieser Strohpiratenbande, mit dieser Serie, so wie sie da steht, nicht geben. Auf die alles entscheidende Frage, wie soll's dann in Zukunft weitergehen? Und wenn wir alle 2, 2,5, 3 Jahre eine Staffel bekommen, kann man sich ausrechnen, wie weit das Ganze gehen wird. Ich sag mal 3, 4, vielleicht maximal 5 Staffeln. Und das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich Odas Alternativende bekommen, denn Oda hat ja ursprünglich gar nicht so weit gedacht. Er hätte ja niemals erwartet, dass One Piece so weit geht. Ich denke, dass Skype ja das entscheidende Finale wird. Die goldene Stadt, da wird das One Piece für die Strohpiratenbande auf Netflix zu finden sein. Ich meine, dies wurde ja nicht umsonst in der ersten Staffel der Isbus-Saga, während Nami Zoro etwas vorgelesen hat, erwähnt. Und zwar die Geschichte von Noland und der goldenen Stadt. Dies ist sehr wahrscheinlich dann eine Anspielung auf das mögliche Ende der Netflix-Serie zu One Piece. Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, was sind eure ersten Gedanken, Eindrücke, aber auch Anmerkungen zu der ersten Staffel der One Piece Live-Action-Serie von Netflix, und was erwartet ihr von der zukünftigen zweiten Staffel und auch allgemein der Zukunft rund um diese ganzen Netflix-Projekte zu One Piece? Schreibt mir sehr gerne eure Meinungen, Wünsche, aber auch Einschätzungen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, ihr Piratengesindel, spitzt mal eure Ohren und hört, was Captain Smoker euch zu sagen hat. Lang lebe der zukünftige König der Piraten, Monkey D. Ruffy!